Ein herzliches Willkommen hier aus Zandvoort. Wir sind ja in Niederlanden, einer Strecke, die das komplette Gegenteil ist von unserem letzten Grand Prix in Belgien. Ja, Zandvoort ist einfach sehr defensiv, unfassbar schnell, aber ja, was halt die Streckencharakteristik angeht, sehr, sehr traditionell, muss man sagen. Wir haben hier viele, viele Kiesbetts und viel Gras und wenig Auslaufzonen. 14 Kurven und 4,2 Kilometer mit 2 DS-Zonen machen das Ganze hier sehr spektakulär. Dennoch wird es sehr, sehr schwierig auf diesem Flachland nur ja, von einem schlechten Grid-Position aus ins Rennen zu gehen. Los geht's mal, wir gucken mal, wo wir es hinschaffen im Qualifying und wir steuern jetzt. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel, lasst doch unbedingt gern Däumchen oben da, falls es euch gefallen hat, falls es unsere Karriere gefällt, schaut auch gerne auf Instagram vorbei und vor allem auch gerne auf TikTok, iTunes Gaming, links war alle unten in der Bio und wir starten direkt hier rein. Ach, meine absolute Lieblingskurve, Turn 3, ich liebe diese Kurve, richtig genial und jetzt geht's so ein bisschen in den Mittelsekt, der für mich ein bisschen umgebohrt gehört. Diese Kurve hier ist so verdammt schwierig. Purple im ersten Sektor schafft mir hier die Sensation. Und dann geht es hier auch links da nicht zu weit drüber, rechts nicht zu weit drüber. Links dann nicht zu früh aufs Gas gehen. Nicht zu früh das Lenkrad auslassen. Hier auch links diese hohen Curbs. Es ist eine Strecke, wo du gefühlt in jeder Kurve 5 verschiedene Fehler machen kannst. Und wir kommen auch hier aus dieser schwierigen ja, Passage raus mit dem Purple. Zweiter Sektor und jetzt wird es interessant, Leute. Schaffen wir hier wirklich unsere erste Pole Position? Das in Zandvoort, das wäre schon unfassbar phänomenal. Aus der letzten, ja, vorletzte Kurve, Max Sergio Perez hat die nicht so gut gekonnt und jetzt hier aus der letzten Kurve raus nochmal den maximalen Schwung mitnehmen. Und es ist leider nicht die Pole Position. Es ist trotzdem der vierte Platz. Kurve 1 zur Attacke nutzen. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. George Russell war im gestrigen Qualifying sehr gut und startete das heutige Rennen von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Norris, der Professor, Carlos Sainz und Perez, Ricardo, Fernando Alonso, Ocon und Valtteri Bottas, Joe, Magnussen, Pierre Gasly und Hamilton. Wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Theo Pourchaire, Vettel, Max Verstappen, hier gab es eine Gridstrafe. Und Yuki Tsunoda, Albon, Stroll, Mick Schumacher und Nicolas Latifi. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Das war natürlich sehr schade, dennoch 4. Platz ist einfach mega, sehr, sehr gut. Beim Start können wir hier einiges gut machen. Wir kennen es. Oh mein Gott, der McLaren hatte unfassbaren Wheelspin. Das habe ich direkt an seinen Google Chrome Logos hier gesehen. Da gehen wir rein und da kommt der Schlag von hinten. Checo Perez hier. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wir gehen hier rein. Ja, und Perez ist da einfach zu spät auf der Bremse. Eindeutig. Ich weiß nicht genau. Ja, ich bleib da über. Das ist natürlich scheiße, dass Perez hier das so reingeht. Ich denke mal, das ist die Retourkutsche für Ungarn. Das habe ich verdient auf jeden Fall. Ja, ich bin da komplett aus dem Konzept draußen. Unnötig 2 Plätze verloren. Mit diesem guten Startplatz und dann, ja, fallen wir da so blöd zurück. Aber das ist natürlich klar. Das kann passieren. Das ist eine Startkollision, eine Rennkollision und beim Start in diesem Getummel, gerade auf seiner engen Strecke, kann vieles passieren. Wir wissen es halt. Und ja, die ziehen da augenscheinlich jetzt leider voll davon. Ich muss wieder in den Rhythmus kommen auf jeden Fall, denn es ist nicht gut, wenn wir hier ja hinterher hecheln. Ein, zwei Runden ohne Rhythmus und du bist weg. Also wirklich, da hast du so viel abgerissen, dass du das gesamte Rennen nicht aufholen kannst, Leute. Es ist wirklich unfassbar, aber das Gute ist halt, Perez, denke ich mal, kann auch die Pace nicht halten. Nur der hat sich einen Schaden zugezogen, wie er uns da berührt hat, aber ich glaube nicht, dass das nichts geflogen. Ich hoffe natürlich, ich meine, es war jetzt natürlich auch von ihm nicht mit Absicht und er konnte natürlich auch nicht ahnen, dass da ganz links außen mich einer blockiert. Also deswegen würde ich mal sagen, das ist okay. Jetzt gehen wir die erste Kurve rein, da kannst du auch spät reinbremsen, denn sie lässt es zu. Es ist eine ja, 180 Grad Rechtskurve und ja, wer da als erster rauskommt aus der Kurve, hat das Ganze auch gewuppt. So, hier lassen wir innen fast wieder Sainz durch
aber ich muss halt ein bisschen mehr Schwung mitnehmen, denn Checo ist eine harte Nuss, das weiß ich, das spätestens wissen wir alle. Seit 2021 Abu Dhabi ist Checo echt eine harte Nuss und für mich auch ein echter, ja, WM-Kandidat für 2023. Ich meine, ihr dürft nicht vergessen, 4 Rennen, 2 Siege, also in 4 Rennen hat er 2 Siege geholt und einmal sogar die Pole Position und den Sprintsieg. Und vor allem, natürlich, wäre er in Melbourne nicht durch diesen Schaden ausgeschieden oder so weit hinten gestartet, dann wäre er viel, viel weiter vorne. Also dann würde er sogar die WM anführen ohne diesen prothetischen, ja, Defekt in Melbourne. Also man kann es nicht anders sagen. Er ist einfach aktuell sehr konstant und da muss er wirklich dranbleiben. In Miami sollte er am besten, oder auch gerade in so Strecken mit stadtähnlichen Bedingungen, sollte er auf jeden Fall richtig, ja, anziehen. So, hier geht es dann neben ihn rein. Wir können zwar ein bisschen später bremsen, weil wir die längere Bahn haben, kommt dadurch aber dennoch besser raus. Das war ein gutes Manöver. Wir schön kommen schön rein und auch schön wieder raus. Ich hoffe natürlich, dass die Reise noch ein bisschen nach vorne geht. Lando Norris ist auch nur 1,9 Sekunden weg. Und mir fällt auch auf, die haben bei McLaren ordentlich was getan. Ich meine, wir haben da einen Lando Norris, der letztes Mal Zweiter geworden ist, heute wieder hier um den 3. Platz mitfährt. Gucken wir uns mal die Start-Replay an, die auch richtig, richtig spannend ist. Wir haben ja schon Teile davon gesehen, gerade mit dem Crash mit Paris hier. Aber wir sehen es auch, Paris ist ein bisschen besser weggekommen. Ich habe das nicht ganz mitgezuckert und ja, da bleibe ich halt auch über. Ich meine, kein Problem. Ich konnte das Ganze ja bereinigen und es hat doch niemanden geschadet in dem Sinn. Also da muss man schon sagen, das war okay. Ja, hier auch den Scheitel verpasst, einen Ticken, aber gerade in der nächsten Kurve ist es dann richtig beschissen geworden, weil ich da komplett aus dem Rhythmus draußen war. Aber ja, es ist halt leider immer so, ihr kennt das vermutlich, wenn man nicht ganz im Rhythmus da drin ist, bist du verloren. So, oh, da war ein ordentlicher Rutscher drin, deswegen auch hier den Apex verpasst, aber trotzdem, das Manöver war toll, rangesaugt und dann, ja, er hat rechts abgedeckt, das war mir auch irgendwie klar, denn man deckt halt auch für die erste Kurve rechts ab, aber wir konnten da außen mit viel, viel mehr Schwung, vorbeiziehen an ihm. Und hier sind wir dann, ja, ich liebe es, es ist so eine schöne Ansicht, es ist eine tolle Strecke, aber oh mein Gott, da kommt der beinahe Abflug und der Durchrutscher von Checo Perez, der hier wirklich wieder durchgerutscht ist. Da können wir aber außen dranbleiben und die nächste Kurve ist dann der Innenkurve. Das war ein dummer Fehler, echt. Es ist eine Strecke, die mir echt persönlich jetzt eher so, ja, Kopfzerbrechen bereitet als, ja, Vorfreude. Es ist eine Strecke, auf der ich echt nicht der Beste bin. Und das hat man, glaube ich, auch schon, ja, gesehen. Kommen wir zurück und wir sind in der sechsten von 18 Runden. 18 Runden, gerade mal ein Drittel, haben wir hier geschafft. Und es wird immer schwieriger. Hier das Auto auf der Strecke zu halten, wird schwierig. Wir konnten uns zwar von Checo absetzen mit 3,5 Sekunden Vorsprung, aber auch Lando ist 2,5 weg. Wir gehen jetzt mal in die Box rein. Späte Entscheidung. Ich dachte mir auch so, puh, aber es ist gut. Es ist ein Drittel, 2 Drittel damit gelb zu fahren und dann vor allem zu hoffen, dass wir irgendwie, ja, durch diesen Undercut, ich meine, einen Undercut kann man ihn nicht nennen, wir sind fast 3 Sekunden hinter Norrie, aber ich muss irgendwas versuchen und spätestens nach Belgien weiß ich, es funktioniert, einen Ticken früher reinzukommen. Man verliert zwar gegen Ende des Rennens ein bisschen an Reifen, aber ja, das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Wenn ich vorne bin, kann ich verteidigen. Ja, da habe ich den Scheitel nicht erwischt und ich kann es mir eher mal erlauben. Die Red Bull haben es sich auch in Monaco erlaubt, unter höherer Gewalt. Und ich habe es mir jetzt auch hier unter höhere Gewalt, Skill-Issues, hallo. Jetzt sind wir in der ersten Gruppe, mal gucken. Wir konnten es wirklich schaffen, hier Lando Norris zu undercutten. Der ist fast 2,5 Sekunden hinter uns gewesen und jetzt ist er, ja, vorbei. Das ist, jetzt sind wir vorbei an ihm. Jetzt ist wieder Latifi hier, der uns schon im letzten Rennen richtig, ja, geschadet hat in Belgien. War schon richtig kacke mit ihm und jetzt ist er wieder da. Ich hoffe natürlich, dass er diesmal Platz machen kann ich nicht sagen. Es ist ein Fight um den reellen Platz hier. Aber ja, wenn der mich einbremst. Hamilton, was da passiert? 10 Sekunden jetzt hinter mir und fast 9 Sekunden hinter Norris. Das ist, ja, das ist embarrassing. Das ist Wahnsinn. What the fuck? Okay, ich nehme das natürlich mit. Unsere Konkurrenz liegt eher da noch in Leclerc und Verstappens Richtung.
denn die fahren da auch noch vorne ohne Boxerstopp mit. Es ist ein Mercedes jetzt gestoppt. Ist Russell Erster? Ist Russell Erster? Ich weiß nicht genau. Ah, dann waren die anderen schon... Nein, die kommen auch... Russell ist Erster, okay. Jetzt mal gucken, wo kommen wir raus? Jetzt wird's interessant, Leute. Mal Trommelwirbel, der Mercedes kommt safe vor uns raus. Der ist jetzt schon weggefahren. Aber es wird auf jeden Fall knapp mit dem Red Bull und mit dem... Wir kommen ja nicht klar vorbei. Ta-ta. Nein, okay, es ist knapp geworden. Es war knapp hier an... Aber Leclerc und Russell fighten und haben beide kalte Reifen. Das ist schon mal sehr interesting, aber wir sind jetzt wieder 3 Sekunden weg. Und Lando Norris ist im, ja, Fenster hier. Was natürlich auch bedeutet, dass wir hier um den, ja, dritten Podiumsplatz fighten müssen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe natürlich, dass das zugunsten von uns ausgeht, aber Norris macht ordentlich Druck. Hat die viel frischeren Reifen. 2 Runden, glaube ich, sind die frischer. Und jetzt wird es halt dann auch interessant zu sehen, wie und wo er es probieren wird, die seine ersten Manöver anzusetzen. Auch unser Getriebe, er pfeift schon ein bisschen aus dem, ja, aus den letzten Rille. Und ja, das wird wieder so knapp. Ich will nicht wieder Gang verlieren. Ich will nicht wieder in irgendwie Gang pro Runde irgendwie nicht 7., 8. Gang schalten. Nehmt mir den ersten weg, den braucht eh keinen Spann. Aber bitte nehmt mir nicht wieder den 6. oder den 7. Ne? Da wo du wirklich beim Schalten merkst, dass es fehlt. Ich hoffe, dass sie uns nicht den 7. nehmen. Und ich denke mal auch, dass das dann die ersten Grid-Strafen sein werden für, ja, Monza. Aber mal schauen, vielleicht haben wir da noch ein paar Komponenten übrig. 3, 4 Runden sind es noch. Norris 7 Zehntel, konstant jetzt hinter uns. 8 Zehntel, jetzt wird es natürlich auch, ja, kurvenspezifisch. Aber, mein Gott, es wird so knapp. Es wird echt knapp, weil ich spüre schon sein Hoch an unserem Ohr. Gucken wir uns mal die Replays an, hier gegen den Williams. Ich glaube, das war kein Überholmanöver, da kommen wir auch gar nicht richtig dran. Das da hinten ist auch schon Norris, also wir waren auch das ganze Rennen nicht besonders weit weg von ihm. Ich meine, natürlich können wir nicht besonders weit weg gewesen sein, aber hier können wir dann einfach viel später reingehen, viel später bremsen. Natürlich, ich meine, wenn du 9 Runden mit dem roten Reifen fährst, hat er nicht mehr den Grip wie manche andere. Wir müssen uns jetzt hier verteidigen. In der letzten Runde hat es Lando Norris tatsächlich geschafft, bis auf 2,5 Zehntel an uns dran zu kommen. Dennoch gelingt es auch ihm hier nicht, an uns vorbeizukommen. Nur noch den Exit nicht verkacken. Das, ja, guckt euch mal unser Getriebe an. Das ist sehr gelb, wie unsere Reifen. Das Ganze eher ist hier aufdrehen und das sollte reichen. Eine halbe Sekunde, wir werden hier Dritter und stehen wieder mal am Podium. Es ist zwar nicht der Sieg, der ich mir ehrlich gesagt auch nicht durch den 4. Platz erhofft hätte, aber 2. Platz wäre schon cool gewesen. Also ohne diesen, ja, Startkonflikt da mit Paris wäre schon mehr gegangen. Ich bin mir da fast sicher, dass da der 2. drin gewesen wäre und eventuell auch durch einen, ja, coolen Undercut hier sogar der 1. Aber ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel hier, ja, ein Norris richtig, richtig on fire war und ich glaube auch, wenn der, ja, oder ein Leclerc oder auch ein Russell, die hätten ja noch ein besseres Auto. Und ich denke mal, dass die uns da schon noch ein bisschen, ja, mehr Parole geboten hätten. Als ja, das wäre vermutlich auch eher noch hinten losgegangen. Aber hier Red Bull, Ferrari kann sich freuen. Ich denke mal, Leclerc braucht somit auch seinen WM-Vorsprung ein bisschen weiter aus. Ich glaube, der ist doch erst, oder? Das sollte doch erst schon sein. Gucken wir uns nachher noch an. Und ja, die Strecke ist natürlich toll. Auch das Riesenrad, das es wirklich dort gibt, was eher eine Mini-Riesenrad-Version ist, ist auch ziemlich cool. Ja, aber was soll man sagen? Es ist ein verdienter Sieg von Leclerc. Konnte sich da wirklich auch durch George Russell, gegen George Russell durchsetzen. So. Das ist schon sehr, 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 sehr cool, wenn man da wirklich so konstant ist. Er ist ein toller, talentierter Fahrer, Leclerc. Er muss halt auch echt noch mit seiner Zuverlässigkeit arbeiten. Weniger Fehler einbauen, konstanter fahren. Konstant ist er ja, aber ja, dieser eine übertriebene Fehler kostet bei ihm leider manchmal echt so viel Wertvolles. Und ja, das ist natürlich echt dumm. Gut, dennoch, Theo Pourchaire hat es fast in die Punkte geschafft. Er ist P14, Leute. Und wir sind nur mehr 42 Punkte hinter Leclerc. Das ist ziemlich gut. Schnellste Rennrunde konnten wir auch mitnehmen. By the way,
Das ist sehr, 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 sehr cool, dass wir das wirklich das zweite Mal hintereinander geschafft haben. Finde ich auch eher interessant. Das Ding ist halt vermutlich, weil Leclerc und Russell gefightet haben, die ersten ein, zwei Runden, nachdem sie aus der Box gekommen sind. Und ich denke mal auch, dass wir deswegen hier ein bisschen Platz oder ja, ein bisschen, also gerade diese Frische der Reifen konnten wir dadurch besser ausnutzen. Es gibt 100.000 drauf und ja, 5,5 Millionen haben wir nun. Wir sind immer noch am Existenzminimum hier, aber ja, mal gucken, wer wird unsere Wahl? Max Verstappen, Lewis Hamilton oder George Russell? Das ist ein Wahnsinn. Natürlich ist auch wieder was fehlgeschlagen, zwei sogar. Schaut gerne auf TikTok vorbei, Fails_Tobi und auch unbedingt gern auf Instagram, @Gaming. Link wie immer alle unten in der Bio und abonniert unbedingt gerne kostenlos den Channel, falls euch unser Content hier gefällt und lasst gerne ein Daumen da. Wir sehen uns später oder morgen auf TikTok und ciao.